Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfolg kurz und knackig. Hier dreht sich alles um deinen Lebenserfolg. Hier bekommst du Tipps und Strategien, die deinen Lebenserfolg beschleunigen, Motivation und Inspiration für dich. Heute geht es um dein Umfeld, weil dein Umfeld ist eines der wichtigsten Dinge, die deinen Erfolg beeinflusst, entweder vorantreibt oder ins Stocken geraten lässt. Die Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, das wirst du wissen, die haben den größten Einfluss auf dein Leben. Und jetzt frage dich mal, wer sind die Menschen, mit denen du am meisten zusammen bist? Deine Kollegen, deine Nachbarn, dein Sportclub, dein Verein. Wer sind die Menschen, mit denen du am allermeisten zusammen bist? Was sind das für Menschen? Das würde ich an deiner Stelle mal aufschreiben. Ich würde mir mal aufschreiben, wer sind die Menschen, mit denen ich am meisten zusammen bin? Wenn du Mitglied bist im Ist das nicht alles schrecklich Club? Oder wenn du mitmachst im Verein der Tratscher und Übelredner? Wenn du nur ein Gast bist im Club der Pessimisten und Nörgler? Dann hat das alles Auswirkungen auf deine Persönlichkeit, dann hat das alles Auswirkungen auf dein Leben. Menschen in deinem Umfeld, die können dich zurückhalten, die können dich bremsen. Andere Menschen können unbemerkt Gift in deinen Kopf sehen, Samen von Angst und Zweifel, unbemerkt, du bemerkst nichts davon. Und das alles kann dir den Antrieb stehlen, genau das zu tun, was eigentlich wichtig ist, was du tun solltest. Und so können dich andere Menschen unbemerkt von deiner Art von Erfolg fernhalten. Die können dich von all dem fernhalten, was du dir eigentlich wünschst. Die Spiegelneuronen in deinem Gehirn sind dafür verantwortlich, dass du Verhalten und auch Worte anderer Menschen spiegelst, also einfach übernimmst. Das passiert unbewusst und du bemerkst nichts davon. Vielleicht fällt dir dann auf, dass du das ein oder andere Wort gebrauchst, was auch dein Kollege oder dein Bekannter braucht. Du übernimmst unbewusst die Denk- und Verhaltensmuster von den Menschen, mit denen du oft zusammen bist. Und darum sagt auch ein Sprichwort, zeige mir die 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst und ich sage dir, wer du bist. Ein anderer Blickwinkel. Wenn du ein negatives Umfeld hast, dann kannst du kein positiver Mensch werden. Wie willst du positiv denken, wenn die Menschen um dich in negativer Energie zurückhalten? Das ist nicht möglich. Mit einem Umfeld von Menschen, die sich gern und ausgiebig über ihre Wehwehchen und Krankheiten unterhalten, da kannst du langfristig kein kerngesunder und energiegeladener Mensch sein. Das geht nicht. Es gibt Menschen, das wirst du schon bemerkt haben, die stehlen dir deine Energie. Es gibt Dinge, wenn du sie tust, die fühlen sich nicht gut an. Und alles, was sich mies für dich anfühlt, alles stiehlt dir wertvolle Lebensenergie. Wenn du einem Kollegen erzählst, was du dir vorgenommen hast, was du gerade vorhast, deine tolle Idee, was du alles schaffen möchtest, was du anpacken willst, und er oder sie runzelt die Stirn und entgegnet dann, ach weißt du, ich habe das auch schon alles probiert, das hört sich ja alles gut und schön an, aber ich kann dir ganz sicher sagen, das funktioniert nicht, da verschwendest du nur unnötige Zeit und das macht auch noch viel Arbeit und am Ende bringt es gar nicht. Und überhaupt, mein Bekannter wollte etwas Ähnliches tun und weißt du, was passiert ist? Ach, das alles bringt doch nichts. Und das sind Traumdiebe, das sind Energievampire. Das sind die Menschen, die deine Motivation stehlen, die Zweifel in deinen Geist sehen und dich von dem fernhalten, was du dir wirklich wünschst. Das sind die Traumstehler. Lass das nicht zu. Lass dir niemals von anderen Menschen erzählen, wozu du fähig bist. Niemals. Schaffe dir langfristig ein Umfeld, das dich unterstützt und das dich fordert. Schaffe dir ein Umfeld von optimistischen, ermutigenden Menschen. Das ist so, so wichtig. Und ich weiß auch, dass es kurzfristig nicht immer möglich ist. Kurzfristig nicht, aber langfristig ist es immer möglich. Arbeite also langfristig an deinem Umfeld. Beginne sofort die Zeit des Zusammenseins mit Energievampiren nur noch auf das Minimum zu beschränken. Umgebe dich mit Gedanken kluger, positiver Menschen. Lese ermutigende, hilfreiche Bücher. Besuche Seminare, höre Hörbücher, schau Videos wie diese zum Beispiel oder höre meine Podcasts. Das ist alles ein guter Anfang. So umgibst du dich mit Gedanken, mit positiven, optimistischen, ermutigenden Gedanken, die dir förderlich sind, die dir dabei helfen, dein Leben zu verändern und ein immer mehr positiver Mensch zu werden.
Wenn du jetzt ein negatives Umfeld hast, dann wirst du im Prozess deiner eigenen persönlichen Entwicklung irgendwann an den Punkt kommen, wo du bemerkst, wie giftig und wie schädlich diese negativen Menschen für dich sind. Und irgendwann, wenn du es wirklich begriffen hast, wie schädlich das alles für dich auswirkt, dann kannst du es diesen Menschen nicht mehr erlauben, ihren Einfluss, ihren negativen Einfluss auf dich auszuüben. Weil dir wird immer bewusst, was das mit deinem Leben macht. Es stockt dein Leben, es hält dein Leben an, es lässt dich nicht weiterkommen, es hält dich immer wieder in unbefriedigenden Lebensumständen gefangen und es erschafft gleichzeitig neue unbefriedigende Lebensumstände. Also Menschen, die sich oft beschweren, die sich beklagen, die schlecht über andere Menschen reden, Menschen, die nur Probleme sehen, notorische Nörgler, Zweifler, Pessimisten, die solltest du aus deinem Leben fernhalten. Du kannst dir vorstellen, das ist wie dicke Gummibänder. Du willst zwar nach vorne gehen, du willst dein Leben erschaffen, du willst weiterkommen, aber diese Menschen, die halten dich wie starke Gummibänder immer wieder zurück. Die halten dich im Mittelmaß zurück oder sogar noch drunter. Befreie dich so schnell als möglich von den negativen Einflüssen anderer Menschen. Die Qualität deines Lebens hängt davon ab. Dein Leben hängt davon ab. Wenn du ein positiver, optimistischer Mensch sein möchtest, und das möchtest du, sonst würdest du dir nicht diese Videos anschauen oder dir meinen Podcast anhören. Wenn du ein immer mehr positiver Mensch werden möchtest, der sich immer besser fühlt, der sich immer wohler in seinem Leben fühlt, dann umgebe dich mit positiven, optimistischen, mit unterstützenden Menschen. So, so wichtig. Ich verabschiede mich. Herzliche Grüße von der herrlichen Sonneninsel Zypern. Tschüss. Und noch eine Sache zum Schluss. Gerade bin ich dabei, eine Testgruppe zusammenzustellen. Wir sind dabei, 30 Menschen auszuwählen. Und diese 30 Menschen führe ich persönlich in den nächsten 300 Tagen zu einem passiven Einkommen von 3.000 Euro. 3.000 Euro Einkommen. Warum tue ich das? Weil ich der Menschheit beweisen möchte, mit ganz normalen Personen wie dich und mich, dass es ohne weiteres möglich ist, sich ein perfektes Einkommen zu schaffen. Ein Einkommen, das dich Möglichkeiten ergreifen lässt, das dich glücklich leben lässt, das dich nicht im Strudel oder im Hamsterrad eines stressigen Lebens festhält. Also wenn du mit dabei sein willst bei diesen 30 Leuten, ich verrate dir doch nicht, worum es geht, wenn du ein passives Einkommen innerhalb von weniger als 300 Tagen generieren willst, dann musst du bereit sein, alles zu tun. Und zwar alles zu tun, was ich dir empfehle und was dir mein Team empfiehlt, weil es gibt bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die dich zu Erfolg führen. Und diese Gesetzmäßigkeiten, die musst du einfach anwenden. Und ich coache ein ganzes Jahr lang eine Gruppe von 30 Menschen. Ich treibe diese 30 Menschen zum Erfolg. Und ich kann dir sagen, wenn du ein einfaches Leben haben willst, wenn du denkst, das alles ist einfach, dann melde dich bitte nicht, weil es wird nicht immer einfach. Ich werde dich triezen, oftmals über deinen Schatten zu springen. Ich werde dich fast zwingen, Dinge zu tun, die du bis jetzt noch nicht getan hast. Ich werde dich zwingen, dich zu entwickeln. Ich werde dich zwingen, deine Komfortzone zu verlassen. Das wird das Jahr in deinem Leben der größten persönlichen Entwicklung, der größten Veränderung. Aber am Ende, wenn du all das durchgezogen hast, was ich dir rate, dann macht's einfach Spaß. Dann bist du finanziell unabhängig. Dann hast du es geschafft. Und von dem Punkt kannst du dann weitermachen und dein Gehalt im nächsten Jahr wieder verdoppeln und verdreifachen. Und das ist möglich. So viel sage ich dir schon. Also ich möchte mit meinem Team, mit meinem 30-köpfigen Team, so viele Menschen als möglich zu überzeugen, dass es ohne weiteres möglich ist, sich mit einfachen Produkten, mit allen einfachen Produkten, die anderen Menschen Nutzen geben, einen Verdienst zu schaffen, der 3.000 Euro übersteigt. Also wenn du mitmachen willst, freue ich mich, aber nur dann, wenn du ein positiver, optimistischer Mensch bist, wenn du bereit bist, deine Erfolge mit anderen Menschen zu teilen und wenn du bereit bist, anderen Menschen in unserer Gruppe zu helfen, weil unsere Gruppe, die beginnt mit 30 Menschen und dann wird die ganz schnell wachsen und in unserer Gruppe hilft sich jeder gegenseitig und wenn du nicht anderen Menschen gern hilfst, dann melde dich auch nicht, dann macht das keinen Sinn. Und
Für die erste Testphase möchte ich vorwiegend die Damen ansprechen, also alle Damen, die sich verändern wollen. Auch die Damen, die schon sehr erfolgreich sind, aber einem stressigen Job entkommen möchten. Dann melde dich bei uns, schick mir eine E-Mail. Überwinde dich und schick mir eine E-Mail. Diese eine E-Mail, die könnte dein Leben verändern. Und zum Schluss losen wir aus unter den ganzen Bewerbern, wer im ersten Schritt teilnimmt. Und auch die anderen können in der nächsten Testgruppe teilnehmen. Also, schick mir eine E-Mail. Warum möchtest du an unserer Testgruppe teilnehmen? Warum möchtest du dir ein neues Leben erschaffen? Warum möchtest du dir ein passives Einkommen innerhalb von weniger als einem Jahr erschaffen und finanziell unabhängig werden? Schreib mir eine E-Mail und ich sag's dir nochmal. Ich hab's ja gesehen, ich habe eine E-Mail schon rausgeschickt und ich habe gesehen, wie viele Menschen sich meine Website angeschaut haben und nur 10% all dieser Menschen haben mir eine E-Mail geschickt. So wenig Menschen, die beginnen, die Menschen verschenken Chancen, weil sie einfach zu bequem sind. Das ist unglaublich. Wenn ich solch eine Chance gehabt hätte in meinem Leben, wenn jemand zu mir gesagt hat, Marcel, komm her, als ich noch nichts hatte, Marcel, komm her, ich zeige dir, wie du 3.000 Euro passives Einkommen machst. Nicht mit dem Internet, natürlich, wir nutzen auch das Internet dazu, aber du musst kein Internetmarketer sein. Alles, was zum Internet nötig ist, das regle ich und mein Team für dich. Das machen wir alles. Du musst nur ein Mensch sein, der offen auf andere Menschen zugehen kann und der einfach freundlich und hilfsbereit ist. Mehr nicht. Und du musst wohlwollend sein, wohlwollend und optimistisch. Also nutze die Chance, solch eine Chance. Die kommt wahrscheinlich nicht nochmal in dein Leben. Ich freue mich, wenn ich von dir eine E-Mail bekomme, wenn du vielleicht teilnimmst an unserer 30-köpfigen Testgruppe und für ein Jahr dich von mir zu Erfolg pushen lässt. Also alles Gute von der herrlichen Sonneninsel Zypern. Später mehr Informationen. Tschüss, Marcel Megari.